Moin meine Lieben und willkommen zu einem weiteren F1 22 Video und heute geht es auf eine Rennstrecke, die wir in Kombination mit diesem Spiel auf diesem Kanal noch nicht gesehen haben, nämlich nach Portimao. Die Strecke ist neu als Strecke in dem Spiel hinzugekommen und natürlich nach den ganzen Vorwürfen, die EA immer und immer wieder kriegt, ist diese Strecke selbstverständlich kostenlos rausgekommen. Ist doch nice. Gehen wir in den Grand Prix-Modus und wir schauen mal, wie wir hier so unterwegs sind in Portimao. Ein Meter kürzer und die Strecke hätte eine sehr, sehr coole Gesamtlänge. Ja, die 73 ist ja meine Zahl. So, und mit welchem Auto sind wir hier unterwegs? Komm, probieren wir mal vielleicht ein bisschen mehr Glück für dieses Team hier zu bringen und gucken wir mal, wie es hier läuft. Wir fahren dazu ein kleines 25% Rennen mit einer kleinen Last of Forest. Eine Sache, da bin ich mir immer noch ein bisschen unsicher. Weil die Patchnotes da auch unterschiedliche Aussagen treffen, ist, ob die Strecke jetzt auch für die Karriere verfügbar ist oder nicht. Ihr könnt, wenn ihr mehr wisst, auch gerne das mal in die Kommentare schreiben, weil die deutschen Patchnotes schreiben, das sei in allen Modi verfügbar, diese Strecke. Während die englischsprachigen Patchnotes lediglich von Time Trial, Grand Prix Modus und von dem Multiplayer sprechen. Letztendlich haben die Leute, die es übersetzt haben, das vielleicht einfach zusammengefasst und nicht bedacht, dass es den Karrieremodus noch gibt, der da gar nicht aufgezählt wird. Weiß man nicht. Wenn ihr da mehr wisst, wie gesagt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn ihr es mal getestet habt, ob es den Modus auch in der... ob es die Strecke auch in der Karriere gibt. So, wir sind jetzt auf P17. Wobei an zwei Williams und an einem Aston Martin. Ah, der Williams bleibt hier auch innen. So, die schlimmste Kurve. Und die aggressivere KI zieht sich auch quasi auf dieser Strecke so ein bisschen durch. Überträgt sich auch auf die Strecke. Die versuchen halt überall Side-by-Side zu fahren, wo es nur geht. So, ganz vorne die beiden Red Bull auf 1 und 2. An die werden wir vielleicht nicht rankommen, aber mit dem Ferrari sollte man auch hier und da mal ein paar Plätze gut machen können. So, jetzt gucken wir mal. Können wir hier Vollgas mit Overtake durchfahren? Ja, das war in F1 21. Immer wieder auch mal ein Problem. Hier scheint ein bisschen Licht durch. Easy. Ran an Vettel und Joe Guan Yu. Ach, da sind wir nun. KI scheint in dieser Kurve ziemlich langsam zu sein. Ermöglicht natürlich die Attacke hier dann. So, noch vorm Scheitel quasi vorne gewesen. Relativ easy gegen Vettel. Und wir sind dran am Alfa Romeo. Ja, hier kann man natürlich auch noch ein Manöver machen. Kostet insgesamt zwar ein bisschen Zeit, aber wir sind so viel schneller mit unserem Auto, dass es hier auf jeden Fall sinnvoll ist, da nochmal zu attackieren. Aber mein ERS ist schon komplett leer, deswegen muss ich hier auf jeden Fall jetzt ein bisschen was sparen und kann nicht direkt weiter attackieren. Auf Startziel nutze ich es nochmal. Vielleicht kann ich sogar Ricardo jetzt noch überholen, aber danach muss ich definitiv ein bisschen haushalten mit meiner Energie. Boah, aber wir sind schon echt schnell im Vergleich zu Ricardo gerade. Purple im letzten Sektor, also Topspeed scheine ich ganz gut zu haben. Ich war 24-24 Flügel, by the way. Video zum Setup ist jetzt auch in Zukunft wahrscheinlich immer in der Beschreibung verlinkt. Habe ich auch mal gemacht. Gerne reinschauen. So, direkt dran an Kevin Magnussen. Kann ich hier eventuell angreifen? Ja, er beachtet auf jeden Fall nicht, dass da ein Auto innen und vorne ist. Also, dem ist es egal. Merke ich mir für die Zukunft, dass die KI mich da komplett ignoriert. Dran an Yuki Tsunoda. Und er verbremst sich. Und ignoriert durch Inmin. Hä? Er verbremst sich, kriegt den Scheitel trotzdem, aber ignoriert durch Darwin. Okay, war gut, kann man mal machen. Absolute Bestzeit trotzdem für mich mit sehr viel DRS hier. Sauber. Oh. Schwierig. Kurve 8, 9, was auch immer das ist. Immer noch ein bisschen kritisch. Oh, Dreier Mick Schumacher, der Exit ist so viel besser. Und selbst wenn du von Anfang an neben ihm bist beim Anbremsen, er reagiert nicht auf dich. Okay, das ernüchtert mich gerade sehr. Aber egal, wir sind vorbei.
Ran an Valtteri Bottas, let's go. So, hier muss man sehr früh schon dran sein und im Idealfall außen überholen, damit er mich nicht komplett ignoriert. Wobei, wenn die KI innen fährt, kann sie sich halt verbremsen. Das ist immer so ein bisschen der Zwiespalt bei dieser Geschichte. So, vorbei am Alfa Romeo. Weiter gegen Pierre Gasly. Eieiei, dieser Exit da gefällt mir so gut. Bleib jetzt einfach mal außen. Außenrum geht's auch gut. Ja, ich habe die KI-Stufe genommen, wie sie eigentlich in der Karriere gepasst hätte. Aber ich habe ja dabei vollkommen vergessen, dass im GP-Modus im Prinzip die passende KI-Stufe so 7 Stufen ungefähr höher liegt als im Karrieremodus. Also vom GP-Modus zum Karrieremodus solltet ihr 7 Stufen runtergehen. Beziehungsweise für den GP-Modus solltet ihr dann 7 Stufen wieder hochgehen. Das heißt, ich fahre gegen im Prinzip eine zu niedrige KI. Was nicht so schlimm ist, weil ich jetzt eine Last to First gerade mache. Insofern haben wir dann unseren Spaß und können vielleicht sogar tatsächlich auf P1 nach vorne fahren. Ich fahre gerade auf KI-Stufe 90, müsste es sein, glaube ich. Dran an Alonso. Jetzt kommen wir beim Exit schon mal schön nah ran. 2,5 Zehntel. Teamkollege an der Box. Alonso wird das dann wahrscheinlich auch machen. Dann fahren wir an Alcorn ran. Auch gut. Nochmal 5000 zu schneller gefahren als eben. Nice. Jetzt fressen wir uns ja an den Alpine langsam ran. Ah, hier reagieren sie aber darauf, dass du innen bist. Das ist gut. Nicht meine bevorzugte Stelle zum Überholen. Ja, okay, da mach... Warum machen die so komische Fehler? Ich verstehe es halt wirklich nicht, ne? Das ist doch jetzt nicht so, als ob ich plötzlich 10-mal so viel Dirty Air mache wie die letztjährigen Autos. Sondern die Dirty Air-Menge wurde ja sogar verringert. Also ich verstehe nicht ganz, warum die sich teilweise beim Hinterherfahren so schwer tun. Ey, ich hoffe wirklich, dass ein grundlegender KI-Patch nochmal kommt und alles in der KI nochmal überarbeitet wird. Max Verstappen nimmt harte Reifen mit. Ocon auch. Und Perez hat in der Vorrunde Mediums mitgenommen. Hä? Was machen die denn? Okay, da bin ich jetzt überfragt. Box, 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 Box. Ich hab keine Ahnung mehr, wie die Boxeneinfahrt war. Ich bremse mal hier, wo das Gras endet. Ja, hätte auf jeden Fall später bremsen können. Deutlich später. Ja, auf jeden Fall, selbst wenn man mich als Referenz mal rausnimmt, so muss man sagen, die Mercedes und auch Charles Leclerc sind gerade unfassbar langsam unterwegs. Also, die sind ja unmittelbar vor einem McLaren. Gut, die sind OP in diesem Patch. Also 1.06 waren sie OP und jetzt scheinen sie immer noch sehr schnell zu sein. Und jetzt ist anscheinend auch Alpine dazu gestoßen. Oder wie gesagt, die Mercedes sind einfach unfassbar langsam gerade. Genauso wie auch Charles Leclerc. Ah, Boxenausfahrt gefährlich, aber sie reagieren zum Glück, dass da innen jemand ist. Und ja, dieses Kabbeln und so, das passt ja auch so ein bisschen zum aktuellen Saisonverlauf der Roten. Ui, dass da ja alles so ein bisschen chaotisch ist, deswegen bin ich ja auch Chaos Science. Jetzt verlieren wir den Anschluss zu Mercedes. Ja, das ist halt krass, ne? Wenn man bedenkt, in Ungarn sind so gesehen beide Mercedes aus eigener Kraft, also ohne jetzt Motorschäden oder sonst was, dann vor beiden Ferrari gewesen. Ich meine, klar, da kann man jetzt darüber streiten, waren die Strategien bei Ferrari optimal oder nicht, aber das ist im Zweifelsfall ja das, was das Team halt macht und nicht irgendwie, ja, wir haben mal ein bisschen Zuverlässigkeitsprobleme gehabt oder sonst was, oder wie Verstappen in Silverstone sich ein Teil eingefangen und seitdem ist das Auto irgendwie eine Sekunde oder zwei Sekunden oder sowas langsamer geworden. Also, das war schon durch Arbeit auf der Strecke, sagen wir es mal so, dass Mercedes da am Ende vor Ferrari gelandet ist. Und das sollten die eigentlich, wenn man die Autos vergleicht, nicht so hinbekommen. So, let's go. Ran an Charles Leclerc. Versuche hier eigentlich vor Kurve 1 schon vorbei zu sein, aber das hat einen Moment gedauert. Ja, die Softs auf Temperatur bringen hat auch einen Moment gedauert, deswegen sind wir da auch erstmal gegen unseren Teamkollegen zurückgefallen. Das war ärgerlich.
So, da hat der Wind mal kurz die Tür geschlossen. Och, Kimi interessiert es diesmal tatsächlich nicht. Der schreckt sonst immer auf, der versteht das Konzept von Wind noch nicht ganz. Und Verstappen ja auf harten Reifen, vielleicht können wir den sogar noch einholen, dadurch, dass Red Bull da so eine kluge Reifenwahl hatte im Spiel. Boah, Alter, das war eng mit Hamilton gerade. Eieiei. Da habe ich mich leicht verschätzt beim Bremspunkt. Oh, bin aber gut dran. Let's go. Damit sind wir vorbei. Den ersten Briten im Mercedes haben wir. Und der zweite folgt gleich. Ah, vielleicht aber noch nicht in dieser Runde. Vielleicht noch nicht in dieser Runde. Okay, vielleicht auch doch. Außen lassen die einem immer Platz. Das ist strange. Ja, easy. Das ist quasi genau das Gegenteil wie zur realen Formel 1, ne? In der realen Formel 1 lassen sie dir innen immer Platz, außen nie. Und hier ist es halt so genau umgekehrt. Innen, hä, du bist da? Außen, oh, ich musste ja doch Platz lassen. Nett. 4 Sekunden zu Verstappen. Mal gucken, ob wir den Abstand noch schließen können. Bin dran an Verstappen. Auf geht's. Noch 3 Sekunden zu Sergio Perez. Den können wir eigentlich auch noch holen. Boah. Lücke hier sehr schnell geschlossen. Ich fahre mal hier eine ganz andere Linie als Verstappen. Schön auf den Exit optimieren. Und jetzt auf geht's. Schnell vorbei am Red Bull. Und ich würde jetzt eigentlich gerne wissen, was Perez fährt, aber ich kann noch nicht fragen, weil Jeff irgendwas noch dazwischen funken wollte. Auf geht's zu Sergio Perez. 1,3 pro Runde brauche ich jetzt noch. Bin sehr nah dran an Sergio Perez jetzt. Wo können wir eventuell noch einen Überholversuch unternehmen? Besserer Exit. Reicht's oder reicht's nicht? Ah! Komm! No! Oh, es reicht am Ende doch nicht ganz für Sergio Perez. Aber geiles Finish, ey. Auf jeden Fall die perfekte KI-Stufe, um so eine kleine Challenge mal zu machen. Ja, Portimao ist mit den aktuellen Autos auf jeden Fall nochmal angenehmer als im letzten Spiel, aber... Die KI ist trotzdem sehr, sehr strange drauf, muss man leider immer noch so sagen und ja, insgesamt okayes Gefühl bei Portimao, ja, wenn man die in der Karriere wählen kann, werden wir mit Sicherheit auch mal auf Portimao unterwegs sein, ich hoffe, das geht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, das könnt ihr noch rumlegen, gerne Abo raus und beim nächsten Video dabei sein, eure Meinung zu Portimao, vor allem auch in diesem Spiel natürlich dann in die Kommentare und bis demnächst. Ciao.